Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 214. Mal bei Godzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hux Mistress Alexa. Hallo an euch da draußen und bei mir ist natürlich der nicht minder wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und heute mal ein etwas ungewöhnlicher Gruß am Anfang der Sendung. Wir grüßen mal alle Zuhörer, die wir auf YouTube haben. Wir haben kürzlich mal ein bisschen Hausmeisterei auf unserem uralten YouTube-Channel betrieben und festgestellt, dass wir da Hörer haben, die sich gerade freuen, dass wir die älteren Episoden da hochladen. Ja, freuen, sagst du. Wir knallen da ganz schön die Abo-Boxen voll. Sorry dafür. Genau, und ansonsten aber sehr viel positives Feedback. Also tatsächlich gibt es auch Menschen, die nicht Podcast auf dem Handy unterwegs in einem Podcatcher oder sonst wie hören, sondern tatsächlich auf YouTube. Also jedem, wie es gefällt. Und wenn euch Godzilla auf YouTube gefällt, dann seid herzlich gegrüßt. Wir wissen jetzt, dass ihr da seid. Und jetzt gibt es einfach sukzessive auch natürlich die aktuellen Folgen auf YouTube ganz zeitnah. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter, oder? Mhm. Die Story der Woche. Ja, im Hoaxilla-Thema in dieser Folge werden wir gleich sprechen über Experimente, die in Russland stattgefunden haben in den circa 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es geht da um Experimente der Kreuzung von Affen und Menschen. Wir werden dann besprechen, inwieweit diese Experimente erfolgreich verlaufen sind oder vielleicht doch nicht. Circa 90 Jahre später, im Jahr 2016 allerdings, sieht die Lage ziemlich eindeutig aus. Da ist nämlich tatsächlich ein Experiment geglückt an der Indian University of Science in Bengaluru. Und es ist tatsächlich gelungen, einen Hybrid, also ein Mischwesen aus einem Menschen und einem Gorilla auf die Welt zu bringen. Das war natürlich ein absoluter Durchbruch. Es ist ja immer daran geforscht worden und tatsächlich war es mehr oder weniger unumstößlich, dass irgendwann mal ein solches Experiment glücken musste. Auf jeden Fall ist dieses kleine Wesen namens Hurilla auf die Welt gekommen. Er wiegt circa oder wog bei seiner Geburt circa 8 Kilo, war circa 60 Zentimeter lang und die Experten, die natürlich ganz eng mit der Überwachung dieses kleinen Wesens beschäftigt sind, haben ungefähr geschätzt, dass es so circa 1,80 werden könnte, wenn es dann mal ausgewachsen ist. Jetzt habe ich euch ganz viel erzählt und vielleicht kommt euch das alleine schon ziemlich unheimlich und merkwürdig vor und die Frage ist jetzt natürlich, habe ich da voller Inbrunst von einem Fake berichtet oder habe ich euch eine wahre Geschichte erzählt? Lösen wir dann am Ende der Sendung auf. Irgendwie gruselt es mich bei dem Gedanken, so wie es mich jetzt gleich bei dem Thema unserer Sendung die ganze Zeit in der Vorbereitung wahrscheinlich jetzt auch gleich nochmal gruseln wird, weil ich die Ideen so sehr merkwürdig finde. Aber steigen wir erstmal ein ins Thema der heutigen Episode. Thema der Woche. Man kann im Netz unter dem Stichwort Stalins Affen-Mensch-Hybriden oder wenn man es dann ins Englische übersetzt, Human-Ape-Hybrids, eine ganze Reihe von Internetseiten inzwischen finden, die sich mit dem Umstand beschäftigen, dass offensichtlich unter Stalins Führung zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Sowjetunion Experimente vorangetrieben werden sollten, die das Ziel hatten, Menschen mit Affen zu paaren. Warum hatte man diese Idee? Diese Idee hatte man, weil, so wird es zumindest berichtet, Stalin gerne kräftige Soldaten haben wollte, um die Wehrbereitschaft der Sowjetunion schnell zu steigern. Diese Soldaten sollten sich nicht beschweren, sollten in der Lage sein, alles Mögliche essen zu können, sich nicht über das Essen zu beschweren, leicht zu kontrollieren sein. Nicht nach Besitz streben oder irgendwie aufmüpfig sein oder so, sondern eben gute Soldaten, die den Willen des Diktators erfüllen.
Und man hatte sich so die Idee gesetzt, wenn man denn Menschen mit Affen kombinieren könnte, also so vor dem Hintergrund, dass man von den Affen ein leicht tumbes Bild hatte, aber allerdings natürlich, wie wir wissen, haben Affen eine andere Muskelstruktur als Menschen, sind also für ihre Größe drastisch kräftiger als Menschen. Und wenn man das alles kombiniert mit der Option des, der menschlichen Seite, die in der Lage ist, dann doch auch komplexere Dinge zu verstehen und zu kommunizieren, hätte man so etwas wie Supersoldaten gehabt. Jetzt habe ich gesagt, man findet das im Netz. Die Frage ist natürlich, hat es das gegeben? Hat man überhaupt in diesem Bereich Forschung angestrebt oder nicht? Und wenn man da etwas genauer hinschaut, wird man zumindest erstaunlicherweise fündig, ne? Man wird fündig und man kann dann weiterhin lesen in diesem Zusammenhang, dass Stalin sich für sein Vorhaben einen Experten herangezogen hat, und zwar einen Wissenschaftler, der sehr, sehr große Erfolge bereits gefeiert hatte in seiner Karriere, und zwar mit künstlicher Befruchtung und Zucht. Und das wirft jetzt vielleicht ein leicht anderes Bild auf diese Experimente. Also man wollte nicht so à la Dr. Frankenstein irgendwie menschliche Köpfe auf Körper von Affen pflanzen oder ähnliches, sondern es ging tatsächlich um Genetik, um Zucht und um die tatsächliche biologische Kreuzung von Affen und Menschen. Wir reden bei dem Wissenschaftler, den du gerade angesprochen hast, von Ilya Iwanowitsch Iwanow. Den hat es also tatsächlich gegeben, und der hat sich zu Beginn des letzten Jahrtausends, wie du schon sagst, einen großen Namen gemacht. Zunächst mal des letzten Jahrhunderts. 1900, ja, ist richtig, nicht letzten Jahrtausend, habe ich etwas groß gegriffen. Ich komme mit diesem Jahrtausendwechsel und Jahrhundertwechsel immer noch nicht klar, wenn ich ganz ehrlich bin. Genau, also zu Beginn des letzten Jahrhunderts hat er das natürlich getan. Er hat sich insbesondere einen Namen gemacht im Bereich der künstlichen Befruchtung, und er hat da tatsächlich einige sehr interessante Experimente und Untersuchungen angestrebt in seiner Zeit. Er hat zum Beispiel es geschafft, in der Pferdezucht durch künstliche Befruchtung eine, ja, man muss schon fast sagen, größere Produktion von Pferden zu realisieren. Und das war, wenn man sich jetzt zurück erinnert an den Beginn des letzten Jahrhunderts, waren Pferde in der Landwirtschaft ganz wichtige Rohstoffe oder wie auch immer. Also man hat Pferde zumindest für die Landarbeit gebraucht und für die Produktion. Und fürs Militär auch. Und fürs Militär. Und es gelang ihm also, dass also ein Hengst bis zu 500 Stuten befruchten konnte. Und wenn man das eben auf dem natürlichen Wege gemacht hätte, wären es so 20 bis 30 gewesen. Durch die künstliche Befruchtung also ein viel höherer Outcome. Und ja, motiviert von diesen Ergebnissen hat er sich dann damit beschäftigt, zwischen Arten von Tieren Züchtungen vorzunehmen. Das heißt, er hat dann tatsächlich Zebras mit Pferden gepaart und Experimente dieser Richtung gemacht. Also Ratten mit Mäuse. Zebras und Esel ist ihm zum Beispiel als Hybrid gelungen, ein Sidonk. Genau, die Idee war natürlich, die verschiedenen Eigenarten der Tiere zu kombinieren, um eventuell dann je nach Landstrich das geeignetste Tier für die Landarbeit in dem Fall zu entwickeln. Und letztendlich war er so etwas wie ein Grundlagenforscher, der in diesem Bereich eben weiter forschen wollte. Tatsächlich ist es dann so, dass er einen Forschungsauftrag bekam, oder nicht Forschungsauftrag, das ist falsch, er bekam Geld für die Forschung von der Regierung in Moskau mit der Unterschrift von Stalin zur Verfügung gestellt, um weitere Forschungen zu unternehmen. Also zumindest hat er Gelder bekommen von Parteifunktionären. Das heißt also, seine Forschung, und da bewegen wir uns jetzt ein bisschen weg von den allgemeinen Geschichten, die wir am Anfang erzählt haben, und hin zu dem, was nachweisbar ist. Also es ist schon so, dass die Regierung, dass die Sowjets diese Forschung irgendwie unterstützt haben und er die Gelder erhalten hat, um forschen zu können. Er ist dann aufgrund der Erfolge seiner ganzen Kreuzungsversuche auf die Idee gekommen, tatsächlich Experimente mit Affen und Menschen zu machen. Wie gesagt, das ist auch genehmigt worden. Und seine ursprüngliche Idee und seine ersten Experimente bestanden darin, Affenweibchen mit menschlichen Samenzellen zu befruchten. Jetzt muss man allerdings sagen, du hast gerade gesagt, das wurde
anerkannt und er sollte in dem Bereich forschen. Es war zumindest auch damals Gelder schon gab's, ne? ein umstrittener Bereich mhm. und die Experimente, die du beschreibst, hat er dann aber nicht in Russland durchgeführt, sondern tatsächlich in Neuguinea. Dort gab es dann eine Station, dort gab es Affenweibchen und da hat er dann genau diese Experimente durchgeführt, die du beschrieben hast. Allerdings war es da auch schon so, dass die Einheimischen sagten, wer Kontakt mit Affen hat, ist unrein. Also niemand wollte da so wirklich ihnen bei seinen Forschungen unterstützen, aus so einem Eindruck heraus, sodass die eigentlichen künstlichen Befruchtungen, die er dann vorgenommen hat, er alleine mit seinem Sohn durchgeführt hat. Was dazu geführt hat, dass er da nicht unglaublich viel aktiv war. Und es stellte sich auch heraus, dass diese Experimente zunächst mal zu nichts führten. Genau, also Schwangerschaften sind dabei nicht herausgekommen. Er hatte dann eine andere Idee und da wird es dann langsam so, dass man sich so ein wenig gruselt, nämlich die Idee, also man muss sagen, die ersten Experimente waren dann so, dass man weibliche Schimpansen hatte, die man befruchten wollte und jetzt hatte er dann die Idee, es andersherum zu probieren, nämlich menschliche Frauen mit dem Sperma von Orang-Utans zu befruchten. Da hat er sich dann relativ unbeliebt gemacht, weil er sagte, naja, das könnte man ja auch mal machen mit Frauen, die im Krankenhaus liegen, die das vielleicht gar nicht mitkriegen, dann ist also, das gar nicht so schlimm. Genau, also damals gehörte das Gebiet, in dem er geforscht hat, zu Französisch-Westafrika und als dann irgendwann die französische Regierung davon Wind bekommen hat, was er da so geplant hat von irgendwelchen Experimenten in Krankenhäusern unter falschen Angaben, da haben die dann gesagt, das tragen wir nicht mehr mit und das wird hier nicht passieren. Somit kehrte er dann zurück nach Russland und hatte dann das Problem, dass er zunächst mal Affen nach Russland bekommen sollte. Er hatte dann einen Orang-Utan, den er als geeignet angesehen hat und war nun auf der Suche nach Frauen, die sich für diese Experimente bereit erklären. Es war dann am Ende so, dass sich zumindest eine Frau. Also angeblich waren es 5 Frauen, die sich da irgendwie freiwillig gemeldet haben. Eine ist als G dokumentiert in den Unterlagen, aber man weiß über ihre Identität sonst nichts weiter. Genau, und es ist dann am Ende nicht zu den ersten Experimenten gekommen, weil der Orang-Utan verstarb. Tarzan, genau war der Name des Tieres, verstarb. Es gab dann keine Tiere und dann tatsächlich gab es so einen Umschwung im politischen Klima und ganz plötzlich war er nicht mehr wohl gelitten, der Herr Iwanow, ne? Ja, er ist dann inhaftiert worden, er ist in ein Arbeitslager gekommen, ist dann dort nicht allzu lange inhaftiert gewesen, aber kurz nach seiner Freilassung dann dennoch gestorben. Insofern konnte er seine Arbeit dann nicht mehr weiterführen. Er ist also, wenn man so will, dem Regime auch ein wenig zum Opfer gefallen, was ja dann auch tatsächlich in gewisser Weise unberechenbar war. Also derjenige, der als Wissenschaftler da Karriere macht und aufsteigt, der kann irgendwann durchaus dem System dann lästig fallen oder sonst wie irgendwie das Raster fallen und dann halt ist die Karriere beendet. Und das, was wir euch jetzt erzählt haben, ist sozusagen das, was sich anhand von Tagebucheinträgen, Dokumenten, Unterlagen, die in verschiedenen Archiven zu finden sind, sozusagen zusammentragen lässt an Informationen. Aus diesen ganzen Unterlagen geht aber nicht hervor, dass Stalin höchstpersönlich nun der Auftraggeber für diese Affen-Menschen-Armee gewesen ist und da sonst wie irgendwelche Ambitionen gehabt hätte, Iwanow eben mit dieser besonderen Forschung zu betrauen. Also Iwanow war jemand, der eben schon Teil des Systems war, dem System durch seine wissenschaftliche Forschung auch nutzen wollte, wobei man sich da wirklich Gedanken machen kann jetzt über seine Motivation speziell, was diese Kreuzung von Affen und Menschen angeht. Da heißt es,
oder spekulieren manche Quellen, dass die Motivation wohl gewesen ist, dass man halt die Evolution und nachweisen wollte. Also wenn man natürlich durch diese Kreuzung, wenn sie gelingen würde, feststellen würde, dass Affen und Menschen so weit kompatibel sind, dass man das eben machen kann, dann würde das natürlich evolutionstechnisch Affen und Menschen noch näher zusammenrücken. Und es wäre sozusagen nutzbar als antireligiöse Propaganda, was man da geschafft hat. Sicherlich etwas, was im Regime von Stalin nicht ganz unpassend gewesen wäre, die Religion noch ein wenig als vorherrschende Meinung durch etwas Technokratisches zu ersetzen. Das war ja durchaus im Interesse des sowjetischen Regimes. Man muss aber jetzt auch mal sagen, auch natürlich aus unserer Sicht, und ich habe das gerade schon gesagt, mich gruselt es immer bei diesen Themen, ist es so, dass Ivanov im Kern als physiologischer Forscher, das war er ja letztendlich, durchaus nicht, also im Abseits stand. Also tatsächlich ist es so, dass sein Nachruf zum Beispiel von Ivan Pavlov geschrieben wurde. Das heißt, er war in der sowjetischen Wissenschaftscommunity durchaus ein Name, ein anerkannter Name. Man muss sich natürlich dann auch nochmal vor Augen führen, dass es Dinge gab, die durchaus bekannt sind. Also natürlich den Klassiker des Maultiers, den kannte jeder. Man wusste, dass Löwen und Tiger sich unter gewissen Konditionen paaren können, dass es da also artenübergreifend Paarungen gibt. Und natürlich ist der Gedanke nicht ganz falsch, auch gerade wenn man sich frühe Hominiden angeschaut hat. Und heute wissen wir sogar belegt, dass es da sogar zwischen Neandertal und Homo sapiens eine Zeit gab, in der zwischen den Arten sich fortgepflanzt wurde und das genetische Material ineinander überging. Also Schätzungen nach haben wir hier oben in Westeuropa ungefähr 4% Neandertaler-Gene immer noch in uns, fast weltweit übrigens, außer in Afrika, weil der Neandertaler niemals in Afrika gelebt hat. Also auch das eine ganz interessante Überlegung, die hatte natürlich Ivanov nicht, aber er hat sich das halt angeschaut und hat gedacht, naja, wie dicht liegen denn Menschen und Affen beieinander? Ein Fehler, den er begangen hat, das kann man jetzt schon mal vielleicht einmal ganz kurz ansprechen, ist die Tatsache, dass er am Anfang, wenn das denn überhaupt möglich wäre, was heute umstritten ist, er mit den Schimpansenfrauen deutlich dichter an dem war, was machbar ist. Denn Affen, also Schimpansen und Menschen teilen wirklich fast 98% des Genpools. Der Orang-Utan, den er dann hinterher zur Forschung benutzen wollte, liegt aber genetisch schon wieder deutlich weiter weg von uns Menschen. Was ich an dieser ganzen Geschichte so interessant finde, ist, dass man daran ablesen kann, im Prinzip alles, was wir jemals gehört haben über die negativen Auswirkungen von Wissenschaftlichkeit, von sozusagen Forschung um jeden Preis, von Atheismus. Denn wenn der Mensch überhaupt keine Skrupel mehr hat, weil er keinen Gott fürchten muss und keine Skrupel mehr hat, in die Natur einzugreifen, in die natürliche Ordnung, dann um Himmels Willen, wer weiß, was daraus dann entstehen kann für schreckliche Dinge. Also all diese Vorurteile, die wir haben, entstehen auch durch solche Geschichten. Es war lange um Ivanov und seine Forschung ziemlich ruhig. Das ist dann halt alles irgendwie verpufft. Das hat nicht geklappt. Und dann ist übrigens, das, was du gerade ansprichst, Alexa, der ist ja der Topos auch von Frankenstein, genau, natürlich, ja, der da mit hineinspielt. Genau. Das ist ja das prototypische Werk. Denn in Frankenstein geht es ja letztendlich genau darum, was Wissenschaft ermöglichen kann. Aber wenn wir uns an die Frühzeit von Wissenschaft erinnern, dann haben wir ja durchaus Experimente gehabt, in der Podcast-Episode Der wahre Frankenstein, wo also jemand mit Strom sogar an Leichen experimentiert hat, heute undenkbar. Und Ivanov, Alexa, kann man ja vielleicht sowas wie den Beginn der Genetik auch ein Stück weit unter diesem Aspekt betrachten. Und dann hätte man wieder so einen Effekt, dass auch da man Experimente machen wollte, die aus unserer heutigen Sicht zumindest etwas verwerflich sind. Ja, das ist ganz sicher so. Allerdings ist halt diese ganze Geschichte dann erstmal wieder in Vergessenheit geraten und dann erst 2005 wieder durch einen Artikel in The Scotsman sozusagen aufgepoppt und dann auch sofort durch die Medien gegeistert. Es gibt eine sehr, sehr
interessante, wenn auch nicht immer so sauber recherchierte Doku-Serie Monster Quest, die wir auch schon öfter mal zumindest als Inspiration für Huxilla-Podcast-Folgen genommen haben. Und auch die haben dieses Stalins-Affen-Menschen-Thema dann aufgegriffen und da eine Sendung drüber gemacht. Und insofern passt das Ganze natürlich so ein bisschen auch in die Stimmung, wie sie dann jetzt im 21. Jahrhundert ist bezüglich der Wissenschaft und bezüglich sozusagen nicht religiös assoziierter Weltanschauungen. Und da haben wir dann halt irgendwie einen Topos, der vor diesem Hintergrund wieder aufgewärmt wurde und dann natürlich auch dementsprechend ja benutzt worden ist, um vielleicht auch ein bisschen Stimmung gegen Wissenschaft zu machen. Interessant auch bei dem Artikel aus dem Scotsman, den du gerade erwähnt hast, dass hier ganz klar gesagt wurde, Stalin hat diese Forschung angestrebt. Es gibt bis heute eigentlich kaum einen Nachweis dafür, dass das auf Stalins Geheiß erfolgt ist. Ganz im Gegenteil, gibt es eher zumindest Berichte darüber, dass Stalin das hinterher gar nicht so gut fand, diese Forschung von Ivanov. Was allerdings natürlich stimmt, ist, und das haben wir eingangs ja schon gesagt, dass Forschungsgelder bereitgestellt wurden. Allerdings muss man sagen, dass die Sowjetunion vielen Forschern Geld gegeben hat für verschiedenste Forschungsprojekte, immer vor dem Hintergrund, das Land soll vorangebracht werden, das sowjetische Reich soll vorangebracht werden. Und im Zweifelsfall hat er vielleicht sogar auch den Scheck für Herrn Ivanov unterschrieben. Wahrscheinlich nicht, aber also das wird die Form von Unterstützung gewesen sein, wie du schon gesagt hast. Generelle Forschungsunterstützung. Ob Stalin überhaupt Ivanov gekannt hat, ist eigentlich fragwürdig. Und ob tatsächlich, also eine Motivation von Ivanov, eine mögliche, hatten wir genannt, mit dieser antireligiösen, pro-evolutionistischen Propaganda. Dann gibt es Spekulationen, dass es darum ging, das Ganze so als Verjüngungstherapie zu benutzen. Da gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon Bestrebungen, sozusagen Zellen irgendwie zur Verjüngung zu benutzen. Und es ist jetzt die Frage, ob Politiker diese Forschung unterstützt haben, weil sie sich erhofft haben, dann irgendwie durch Affenzellen irgendwie sich verjüngen lassen zu können. Also auch das ist irgendwie reine Spekulation. Oder es gibt die Frage, ob es nicht zumindest, wenn schon keine Armee, zumindest den Plan gab, vielleicht so den perfekten sowjetischen Menschen zu erschaffen. Also jemanden, der halt wirklich so ein bisschen leichter zu lenken ist und ja nicht auf Besitz aus ist. Also irgendwie so typisch menschliche Eigenschaften, die so einem Regime in die Quere kommen könnten, eben nicht hat. Die Frage ist, ob das absolut nicht absolut unsinnig wäre, dann irgendwie solche Experimente zu benutzen. Also die klassischen Schlafschafe, da wissen wir ja heute, dass das durch Chemtrails oder andere Möglichkeiten viel einfacher jetzt inzwischen umgesetzt worden ist, damit wir alle zufrieden sind und keine Widerworte geben. Was wir vielleicht auch noch ansprechen sollen, Alexander, das hast du ja auch nochmal ein Stück weit rausrecherchiert, ist natürlich, dass dieser Topos des Affenmenschen ja eigentlich noch viel weiter greift und wir da sofort wieder auch in Bereiche hineinkommen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch kennen, nämlich den Bereich der Kryptozoologie. Und wenn man das so etwas weiter denkt, konsequenterweise, dann hätte man vielleicht ja eine Lösung für so Wesen wie Bigfoot, Sasquatch, Yeti und andere Affenmenschen. Sind das vielleicht einfach dann Affen-Mensch-Kreuzungen, die wir da sehen, wo die Natur das geschaffen hat, was Ivanov nicht gelungen ist? Es mag vielleicht verwundern, aber das lässt sich nicht belegen. Aber also es tauchen immer wieder Meldungen auf, man hätte irgendwie Haare gefunden und die getestet und das sei irgendwie eine Mischform oder man hätte irgendwie menschliche Zellen gefunden oder so. Es ist natürlich immer die Frage, wie solche Proben, also woher sie stammen, wie sie behandelt worden sind, ob die Untersuchung gut gelaufen ist oder auch nicht, ob das alles irgendwie Hand und Fuß hat, weil sich DNA-Proben nun mal halt auch einfach, wenn man nicht vernünftig mit ihnen umgeht, verunreinigen lassen, relativ leicht. Also das ist halt immer die Frage, irgendwie, da gibt es 1000 Faktoren, die solche Ergebnisse beeinflussen könnten, mal abgesehen davon, dass es einfach irgendwie Zeitungsenden und sagen wir mal, nicht belegbare Meldungen sein können. Aber es bedient halt einfach so unsere Ängste, die wir in diesem Bereich haben. Also erstmal
glauben wir ja heute, unsere Natur ganz gut kennengelernt zu haben und so die Vorstellung, dass aber noch Wesen auf dieser Welt existieren, deren Existenz man sich nicht erklären kann oder die man noch nicht nachweisen kann. Also diese Vorstellung fasziniert und ängstigt uns gleichzeitig. Dann ist natürlich gerade im Bereich der Mischwesen zwischen Mensch und Tier oder auch verschiedenen Tieren eigentlich ein Motiv berührt, was so alt ist wie die Menschheit selber. Mhm. Man denke nur mal an die ägyptischen Götter, an die Chimären in der Mythologie, an Monstern wie den Manticore oder Wesen wie die Sphinx. Also das kommt jetzt nicht erst irgendwie gestern oder seit Ivanov oder wie auch immer aufs Tableau, sondern diese ganzen Geschichten gibt es halt schon ein Weilchen länger. Und wir fragen, also hinter allem steht halt immer die Frage, wie gehen wir mit unserer natürlichen Ordnung um? Inwieweit darf sich der Mensch, sagen die, ich will jetzt nicht Schöpfung sagen, aber die Natur zunutze machen, darf sie beeinflussen, nach seinem Willen formen und was geht dann endgültig zu weit? Wenn man jetzt mal in die Moderne guckt, es gibt ein Embryonenschutzgesetz, das verbietet ausdrücklich, dass tierische Zellen in Menschen eingepflanzt werden, umgekehrt nicht. Das heißt also, da gibt es durchaus Bemühungen, menschliche Zellen in Tiere zu verpflanzen. Und es gibt immer wieder Vorstöße und die Bemühungen natürlich auch da medizinischen Nutzen zu schlagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Schwein hätte, in dem menschliche Organe wachsen, beziehungsweise Organe, die eben leicht transplantiert werden können. Also das sind alles natürlich Dinge, da befinden wir uns mitten in der aktuellen Forschung. Und natürlich auch beim Thema Tierversuche. Also das ist alles ein wahnsinnig weit gefasstes Thema, was uns alle angeht, betrifft und uns entweder ängstigt oder fasziniert oder beides. Und wir sind da in dem Bereich Forschung, wenn wir mal von Tierrechten nochmal abgehen, was ja nochmal ein eigener Komplex ist. Wir sind da auch an dem Punkt, wo Forschung nicht mehr alles das machen kann, was sie eigentlich machen könnte in unserer heutigen Zeit, weil wir so etwas wie Ethik und Moralvorstellungen haben, die natürlich auch einen Einfluss auf das haben, was Wissenschaftler tun dürfen. Du hast das Embryonenschutzgesetz in Deutschland angesprochen. Das heißt, hier sind wir immer in dem Dilemma zwischen was kann Wissenschaft theoretisch tun, was wollen wir als Gesellschaft zulassen und welchen Nutzen nehmen wir uns eventuell dadurch. Also es ist ja sehr, sehr schwierig zu sagen, man könnte das perfekte Heilmittel gegen Krebs entwickeln, dafür müsste man aber menschliche Gene in Schweine, bleiben wir dabei, einpflanzen und es müssten halt regelmäßig Schweine dafür sterben, dass keine Menschen mehr an Krebs sterben. Darüber kann man jetzt wahrscheinlich tagelang, wochenlang diskutieren oder auch nicht. Man kann einer festen Auffassung sein und kann sagen, kein Wesen muss für einen Menschen sterben. Aber da wären wir genau an dem Punkt, wo ethische Vorstellungen in die Forschung Einfluss nehmen. Und das ist sicherlich auch das, was Ivanov am Ende ja dazu seine Arbeit hat beenden lassen, weil er dann ja irgendwann verbannt wurde und es war nicht mehr politisch opportun, was er getan hat in der Sowjetunion. Und in dem zunehmenden Maße, in dem wir in der Lage sind, auf der rein technisch, biologisch, chemischen Seite das Genom zu beeinflussen, werden die Fragen, die auf der ethischen Seite zu lösen sind, zunehmend größer und das wird eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, darüber nachzudenken. Übrigens ein Regime, um auch das vielleicht nochmal anzusprechen, was damit recht burschikos umgegangen ist, wie in vielen anderen Dingen, ist das Nazi-Regime in Deutschland, wo man ja zum Beispiel mit im Rahmen der Eugenik einfach auch Menschen zwangssterilisiert hat, indem man sie für Röntgenplatten hat stehen lassen oder Röntgenmaschinen hat stehen lassen, weil man sicherstellen wollte, dass sich in einem deutschen Volk keine Behinderungen irgendwelcher Art weiterreichen und vererben lassen. Und da sehen wir dann so, was passiert, wenn ein Regime jegliche Ethik und Moral außer Acht lässt. Dann kann die Wissenschaft natürlich machen, was sie möchte. Ob man das hinterher als Mensch haben möchte, wage ich doch dann sehr zu bezweifeln. Also wir müssen natürlich dazu sagen, dass auch, also wir haben jetzt gesagt, irgendwie, es gibt da eine Regelung, es gibt das Embryonenschutzgesetz, aber das heißt natürlich nicht, dass in dem Bereich, gerade auch was Forschung an und mit Tieren
betrifft, alle Fragen schon beantwortet sein. Also das ist ein wahnsinniges Feld. Also bevor jetzt einer uns das um die Ohren hat, natürlich gehen die Diskussionen da weiter. Andauernd, ja, ja. Und da ist sicherlich noch viel auszudiskutieren und hoffentlich auch viel in die Richtung zu verändern, dass wir vielleicht irgendwann auf so etwas verzichten können. Also in der Kosmetikindustrie Tierversuche durchzuführen, halte ich für komplett Quatsch, falsch und überflüssig. Also da gibt es auch inzwischen zum Glück genug Firmen, die das nicht mehr machen, deren Produkte man dann kaufen kann. Im Bereich der Medizin sieht es natürlich schwieriger aus, aber ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwann in der Lage sind, das nicht mehr machen zu müssen. Es gibt ja auch, dann sind wir natürlich beim Thema Veganismus, Vegetarismus, es gibt ja die ersten Fleischprodukte, die im Labor ohne jedes Tier gezüchtet worden sind. Also ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel verändern. Da werden wir einfach als Gesellschaft ständig nachregulieren müssen, was wir für sinnvoll erachten und was nicht. Und nochmal, also diese Diskussion kann jetzt nicht Inhalt des Huxilla-Podcasts sein, aber wir auch da eher eine persönliche Meinung nur haben können. Aber da sieht man mal, von Stalins Affenmenschen bis hin zu aktuellen wissenschaftsethischen Diskussionen ist es nicht allzu weit. Ist nicht so weit, also gerade bei diesem Bereich. Und ich wollte eigentlich ganz kurz noch, also wir halten mal ganz kurz zwischendrin fest, die Geschichte rund um Stalin, der Affenmenschen in Auftrag gegeben hat. Als Armee wohl eher unwahr und sehr, sehr unwahrscheinlich, aber Forschung in diesem Bereich durchaus geschehen. Und es gibt noch so ein, zwei kleine Punkte, die ich anmerken möchte, die auch dazu geführt haben, dass es natürlich in einer wissenschaftlich noch nicht ganz so aufgeklärten Gesellschaft immer wieder diesen Gedanken von Mensch-Affen-Hybriden gegeben hat. Ein gutes Beispiel dafür ist die Hypertrichose. Das ist eine Erkrankung oder eine Erkrankung ist es ja eigentlich nicht, ist ein Symptom, so muss man es ja eigentlich bezeichnen, was dazu führt, dass Menschen über die Gebühr viele Haare besitzen und zwar auch an Stellen, an denen Menschen sonst keine Haare haben. Also das sind, manchmal werden sie Wolfskinder auch genannt, Menschen, die zum Beispiel das gesamte Gesicht dann behaart haben, nicht nur den Bart wie Männer, sondern eben das ganze Gesicht. Übrigens auch Frauen, bei denen das dann auftreten kann. Und Menschen mit Hypertrichose, bevor man sich das vernünftig erklären konnte, auch da immer wieder schwang mit. Affenmischwesen ist da ein Teil Affengene, das kannte man wahrscheinlich in früheren Zeiten nicht, aber der Gedanke halb Affe, halb Mensch bei diesen Menschen. Andersherum gibt es auch immer wieder mal Menschenaffen mit gewissen Auffälligkeiten. Mhm. Also wenn man da zum Beispiel die Geschichte von Oliver, dem Schimpansen, sich vor Augen führt. Oliver sah ein bisschen anders aus, als man das von einem Schimpansen gewohnt ist. Hat ein etwas flacheres Gesicht, war glatzköpfig mehr oder weniger, mit so sommersprossigem Kopf und ist gerne aufrecht gegangen, zumindest in jüngeren Jahren. Und das hat dann dazu geführt, also ich glaube, das war in den USA, also er ist da von Einrichtung zu Einrichtung so herumgereicht worden, hat dazu geführt, dass man sich gefragt hat, ob es nicht vielleicht eine Kreuzung aus Schimpanse und Mensch ist, was man da vor sich hat. 1996 ist er mal getestet worden und also es war schon vorher unter Wissenschaftlern der Konsens, dass diese Auffälligkeiten, die er hat, sehr wohl im phänotypischen Spektrum eines Schimpansen liegen. Und dann hat man halt sein Genom getestet und er ist eindeutig ein Schimpanse gewesen, hatte nicht so wirklich schönes Leben, vielleicht bis auf seine letzten Jahre, die er da so in einem Freigehege mehr oder weniger verbringen konnte mit einer lieben Freundin, die er dann hatte, einem Schimpansen namens Raisin. Also ist eine traurige Geschichte. Wer es möchte, kann das mal nachlesen. Wer es nicht so gerne möchte, dem will ich jetzt hier gar nicht so viel von dem Leidensweg erzählen. Auf jeden Fall, solche Geschichten gibt es immer wieder und es ist eigentlich auch menschlich, sich dann zu fragen, wenn wir etwas begegnen, was wir nicht verstehen und dessen Existenz wir uns nicht erklären können, dass wir dann eben auch solche Geschichten, die wir vielleicht mal irgendwann gehört haben, mit heranziehen als Erklärungsmuster. Aber besser ist es halt immer, das wissenschaftlich zu hinterfragen, die Quellen zu prüfen und dann eben zum Kern des Ganzen vorzustoßen. Es gab auch noch die Geschichte von Sana, einer
ja, angeblichen Affenfrau, die im Russland dann letztendlich Ende des 19. Jahrhunderts aufgetaucht sein soll, wo sich sehr lange nach den Augenzeugenberichten, die man dann noch so hatte, die dann aufgeschrieben worden sind, der Ansicht war, vielleicht so etwas wie ein übergebliebener Neandertaler. Da tatsächlich so, dass Sana dann letztendlich sogar Nachkommen zeugen konnte mit Menschen in diesem Dorf und man am Ende jetzt durch Genanalysen dann festgestellt hat, dass es sich bei Sana nicht um eine Neandertalerin gehandelt hat, sondern offensichtlich um eine Afrikanerin, eine Schwarzafrikanerin, die es irgendwie da nach Russland verschlagen hat und die Kinder, die gezeugt wurden, waren also zu 100% genetisch menschlich, damit dann auch die Mutter zu 100% genetisch menschlich. Was an den Geschichten, die so ein bisschen Kaspar Hauser-esque wirken, sie hätte nicht gesprochen, man hat sie meiste Zeit ihres Lebens in einem Käfig gehalten, wo sie sich ein Loch gegraben hat, in dem sie geschlafen hat, also das sind so eher Geschichten, die dafür sprechen, dass es dieser Frau vielleicht psychisch nicht gut gegangen ist. Man kann es nicht den Finger drauf legen, weil der Bericht, die Zeit und die Berichte auch schon so weit zurückliegen, aber tatsächlich durch Genanalysen der Kinder auch hier kein übergebliebene Neandertaler Frau, die da in Russland aufgetaucht ist. Aber noch ein Beleg dafür, wie sehr der Gedanke an diese Hominiden-Mischwesen uns begleitet. Und wir können natürlich bis heute nicht ausschließen, dass es irgendwo im Himalaya oder in den Untiefen der amerikanischen Wälder Wesen wie Bigfoot oder den Yeti gibt. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Es gibt aber bisher nach wie vor nicht zu belegen. Ja. Genau, keinen vernünftigen Beleg für Tiere dieser Art oder für Wesen dieser Art. Was wir allerdings jetzt hier nach dieser Episode festhalten können, ist, dass eine Mischung von Menschen und Affen aus heutiger genetischer Sicht eher als extrem schwierig angesehen wird. Schimpansen und Menschen, ich habe das schon mal gesagt, genetisch zwar zu 98% verwandt, aber mit einer komplett anderen Mitochondrienstruktur. Das ist schon sehr, sehr schwierig, da eine Fortpflanzung hinzubekommen. Und es ist auch am Ende natürlich die Frage aus heutiger Sicht, muss man überhaupt darüber nachdenken, diese Gattungen, Arten oder wie auch immer miteinander zu kreuzen zu wollen? Lieber mit Affen und vor allen Dingen Menschenaffen besser umgehen. Menschenaffenrechte, das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Genau, also die Frage natürlich, wenn denn Tiere nahezu komplett selbst ihrer selbst sich gewahr sind, eventuell sogar auf dem Niveau von 4- oder 5-jährigen Kindern am Ende sind intellektuell, haben diese Wesen dann nicht andere Rechte als andere Tiere auf der Welt, haben Tiere sowieso andere Rechte und da sind wir natürlich wieder im ethisch-moralischen Kontext, den wir schon mehrfach angesprochen haben. Und ihr dürft das jetzt nach dem Hören der Folge gerne weiter diskutieren. Genau, wir werden ganz viele Links euch reinkippen. Ihr könnt euch die Geschichte von Sana nochmal durchlesen, aus einer leicht dubiosen Quelle. Wir werden nochmal einen Artikel zu Oliver verlinken. Also einige Artikel, dass ihr das euch hier nochmal tiefergehend anschauen könnt. Wir können aber festhalten, Stalin hat keine Affenmenschen in Auftrag gegeben. Das stimmt so nicht. Funktioniert hat es auch nicht, aber jetzt müssen wir natürlich aufklären, Alex, ob diese Affenkreuzung, von der du eingangs berichtet hast, funktioniert hat oder nicht. Die Auflösung. Ja, was heißt das jetzt für die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, alles, was wir vorhin gehört haben? Das heißt, dass es sich wieder einmal um eine Nachricht handelt, die aus mehr als dubiosen Quellen stammt und nicht zu belegen ist. Sprich, es ist Fake News, wenn man so möchte. Also an Hurilla, der Kreuzung zwischen Gorilla und einem Menschen ist nichts dran. Das sind auch Dinge, die
tatsächlich dann sehr, sehr schnell immer durchs Netz geistern, aber dann von einer Quelle zur nächsten einfach abgeschrieben werden, ohne dass irgendwie dann eine Überprüfung stattfinden würde. Und insofern dann irgendwie im öffentlichen Bewusstsein landen. Aber es lässt sich absolut nicht nachprüfen, dass überhaupt solche Experimente stattgefunden haben und dann eben, dass sie erfolgreich gewesen sind und da ein Baby herausgekommen wäre. Also insofern können wir das Ganze als Urban Legends bzw. Fake News verbuchen. Wir wollen nochmal den Hinweis geben, dass man uns am 20. September live erleben kann im Club Voltaire in Frankfurt. Dazu haben wir auf der Homepage alle notwendigen Informationen nochmal verlinkt. Da werden wir etwas zu Facebook, Fake News und Rechtspopulismus erzählen. Ein Thema, das, glaube ich, nicht langweilig wird, auch gerade wieder vor den aktuellen Ereignissen in Deutschland, in Chemnitz, als das, was wir so haben, und dem Krieg der Informationen, denn wir haben ja erfahren, dass da gar keine Nazis sind, sondern das sind ja Linksfaschisten, die quasi da den Hitlergruß machen, damit die armen Bürger, die dort rumlaufen, friedlich demonstrieren, in Ungnade fallen. Kann man sich dann auch mal drüber nachdenken, was so mit dem Begriff Fake News vielleicht da verbunden sein kann. Ansonsten schöne Grüße an alle Chemnitzer, die dem freiheitlich-demokratischen Grundgedanken anhängen und auch an alle Sachsen. Ja, wir wollen ja nicht verallgemeinern. Und das darf man ja auch nochmal an der Stelle sagen. Nicht alle. Und immer wenn man alle sagt oder die und dann etwas dahinter stellt, ist das meist nicht richtig. Darüber kann man auch nochmal nachdenken. Vielleicht, auch wenn das wahrscheinlich jetzt ein bisschen ermüden wird, möchte ich aber trotzdem nochmal einen ganz großen Dank an all diejenigen aussprechen, die uns in den letzten Wochen in einem weiterhin zunehmenden Maße unterstützen, sei es auf Patreon, sei es auf dem neu eingerichteten Steady. Das ist ganz unglaublich, was da in den letzten Wochen stattgefunden hat. Und wir sind im Moment gerade sehr zuversichtlich, dass wir auch demnächst mal eine Pommes essen gehen können, weil die Einnahmen nicht so wegbrechen, wie wir das befürchtet haben mit dem Ende von Hoaxilla TV. Das ist ganz Futter für die Skeptikerz. Genau, aber auch all diejenigen, die uns sagen, na, so monatlich regelmäßig Unterstützung, das kann ich gerade vielleicht auch gar nicht realisieren, aber ich habe jetzt mal gerade ein paar Euro über und die dann per PayPal uns mal was rübergeschoben haben. Auch das ist toll, tatsächlich das Monatsfutter für die Skeptikets diesmal ausschließlich aus PayPal-Zuwendungen bezahlt. Das ist ganz, ganz, ganz toll und wir freuen uns da ganz außerordentlich drüber. DVDs, die uns geschenkt werden von der Wishlist, das ist eine ganz großartige Unterstützung und insbesondere auch die Unterstützung im Hinblick auf Themenvorschläge, auf Mails, auf positive Nachrichten. All das wird natürlich hier feinsäuberlich gesammelt und wir ziehen da dann wieder Ideen für neue Episoden heraus. Und deswegen für euch alle da draußen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr uns unterstützt, dass ihr der Ansicht seid, dass Hoaxilla auch mal ein Euro wert ist, dass das weiterläuft. Und wir versuchen natürlich durch die Sendefrequenz, die ihr vielleicht mitbekommen habt, wieder so etwas angezogen ist in den letzten Wochen, da dann auch unsererseits wieder die entsprechende Gegenleistung euch zu liefern, nämlich den Hoaxilla Podcast und mit der heutigen Episode vielleicht mal wieder so ein Thema, was ein wenig klassischer Hoaxilla-mäßig ist, als dass immer diese ganz furchtbaren politischen Themen sind. Und auch die nächste Episode geht noch ein wenig in diese Richtung. Ja, ich würde sagen, also auch der September bei Hoaxilla im Podcast bleibt ein bisschen mystisch und klassisch Hoaxilla-mäßig. Also wir werden da wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln uns begeben. Ja, und vielen Dank für alle Einsendungen im Hinblick auf das Gewinnspiel der letzten Episode. Wir werden dann morgen, heute ist Sonntag, wo wir aufnehmen, wir haben gesagt, bis heute 23.59 Uhr kann man Einsendungen noch uns schicken zum Gewinnspiel. Morgen wird gelost und dann wird auch der Gewinner oder die Gewinnerin der Kinokarten für den Slenderman-Kinofilm bekannt gegeben. Und auch da haben sich doch eine ganze Reihe von Menschen beteiligt, die gespannt warten auf die Kinokarten. Das können wir dann aber tatsächlich erst morgen bekannt geben, wer da gewonnen hat. Und wenn wir die Möglichkeit haben, mal wieder demnächst was zu verlosen, machen wir das auch gerne. Insofern, vielleicht gelingt uns das ja häufiger mal, so ein kleines Gewinnspiel einfließen zu lassen. Damit wären wir am Ende der 214. Episode von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg, und euch da draußen alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Und ein kleiner Nachtrag, weil mich so viele Leute schon darauf hingewiesen haben. Es heißt PayPal. Ich weiß, dass es PayPal heißt.
Mein Gehirn kriegt das aber nicht hin. Und es ist wieder von einigen Leuten angemerkt worden, bitte seid großzügig, und sagt der alte Hoaxmaster, ist schon so alt, der kann das nicht mehr richtig sagen. Aber ich versuche mich zu bessern und ich werde mir demnächst hier bei der Aufzeichnung ein Klebi hinkleben, auf dem dann PayPal steht. Dann sage ich das irgendwann vielleicht auch mal richtig. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der Hoaxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.